Altersarmut durch Teilzeit für erwerbstätige Mütter. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nicht nur, dass wir in Deutschland ein Altersproblem haben, das heißt also die Altersdemografie schlägt unbarmherzig zu, wir haben sogar in Deutschland ein ganz anderes Problem. Immer mehr Mütter, auch mit Kindern, gehen arbeiten. Aber leider nur in Teilzeit. Und was das für Folgen hat, das werde ich Ihnen in diesem Video mal ganz kurz darstellen. Aber vorab möchte ich ganz einfach mal in eine statistische Erklärung des Bundesamtes für Destatis, Bundesamt für Statistik mal einsteigen. Und zwar aus dem Jahr 2022. Und da ist die Headline: 66% der erwerbstätigen Mütter arbeiten in Teilzeit, aber nur 7% der Väter. Das ist also eine Pressemitteilung vom 7. März 2022. Was schon mal ganz positiv ist, dass 75% der Mütter erwerbstätig sind. Der Anteil hat sich binnen 10 Jahre um 5% erhöht. Das ist schon mal schön. Aber was auch ganz klare Aussage ist, Frauen sind häufiger armutsgefährdet als Männer. Und das bezieht sich letzten Endes auch auf die Art und Weise ihrer Tätigkeit während oder nach der Kindererziehung. Und laut dieser Pressemitteilung und den entsprechenden Erklärungen und auch statistischen Erfassungen ist es halt so, dass sich bei den Müttern die Teilzeitquote aktuell seit 2022 auf 66% bewegt hat im Jahr 2020. Und bei den Vätern ist sie fast von 5% 2010 auf 7% gestiegen, also fast gleich geblieben. Aber letzten Endes die Teilzeitquote bei Müttern doch erschreckend hoch ist. Meine Damen und Herren, was bedeutet denn das alles, wenn man sich das mal rentenrechtlich anschaut? Und da kann ich Ihnen Folgendes sagen. Sie müssen einfach sich vorstellen, wir haben eine Erwerbsbiografie. Und diese Erwerbsbiografie fängt meistens an bei der Berufsausbildung oder meinetwegen dann nach der Fachschule, nach dem Abitur, sagen wir mal mit dem 17. Lebensjahr. Dann gehen wir alle bis zum 30. Lebensjahr arbeiten, unsere Frauen auch, und die bekommen dann oftmals ein Kind. Und dann beginnt genau der Bruch in dieser Erwerbsbiografie. Mit der Geburt der Kinder, Kindererziehungszeiten, beginnt dann sozusagen eigentlich die Armutsfalle für die Frauen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich rede jetzt mal nicht davon, dass Frauen, die Kinder nach 1992 geboren haben, für die Kindererziehungszeiten pro Kind 36 Kalendermonate gutgeschrieben bekommen. Und wenn man das dann zusammen mit den Einkünften aus der Teilzeittätigkeit für die ersten 3 Jahre berechnet, ist das vielleicht das Szenario noch nicht ganz so schlimm. Ich rede einfach von der Zeit danach, nach dem 3. Lebensjahr, wenn dann die Frauen weiter in Teilzeit arbeiten gehen, weil die Kindererziehung hört ja nach Vollendung des 3. Lebensjahres für die Kinder nicht auf durch die Eltern. So, das heißt also, Frauen gehen dann weiter in Teilzeit arbeiten und bekommen deshalb niedrigere Gehälter. Ja, es ist so, Kinderberücksichtigungszeiten werden hier einen kleinen Ausgleich dafür bringen, aber das ist wirklich minimal, einen kleinen Ausgleich dafür bringen, dass Frauen in Teilzeitarbeit gehen. Aber im Vergleich zu einer Vollzeitstelle, wenn ich also zum Beispiel 45.000 Euro im Jahr verdiene und ich verdiene aber wegen Teilzeit nur 22.000 Euro im Jahr, dann sehen Sie schon, dass ich hieraus aus letzterem Einkommen deutlich weniger Entgeltpunkte bekomme. Und wenn ich das 10, 15, 20 Jahre lang mache, da summiert sich wirklich etwas, was dann in der gesetzlichen Rente letzten Endes hinten heraus fehlt. Und deshalb sage ich, Frauen sind tatsächlich, wenn sie in Teilzeitarbeit gehen, deutlich armutsgefährdeter als Männer mit vergleichbarer Tätigkeit, die also hier nicht in Teilzeit arbeiten gehen. Selbstverständlich, wenn Männer in Teilzeit arbeiten gehen, haben die genau das gleiche Problem. Wenn sie das über viele Jahre hinweg machen, dann fehlt natürlich irgendwas in der Rentenkasse. Also, meine Damen und Herren, unsere Gesellschaft ist noch lange nicht so weit, dass wir hier gleiche Chancen für Mütter, die Kinder geboren und erzogen haben, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bringen. Die Teilzeitarbeitsquote für Frauen steigt und steigt, auch nach den jüngsten
Informationen, die ich bekommen habe, das war mal, habe ich jetzt in den letzten Tagen gehört, Anfang August 2023 im ARD, dass die Teilzeitquote generell für Frauen nochmal deutlich angestiegen ist. Kann ich nur eines sagen, meine Damen und Herren, das ist ein unhaltbarer Zustand, dass Mütter hier für die Art und Weise ihrer Lebensführung, weil sie Kinder erziehen, de facto so bestraft werden. Und ich bin auch der Meinung, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, in Deutschland durch eine bessere Familienpolitik hier für bessere Chancengleichheit zu sorgen. Deshalb, meine Damen und Herren, in Berlin aufhören mit Reden, Kindergartenplätze, Kinderkrippenplätze bauen, damit die Leute endlich arbeiten gehen können, damit die Mütter endlich auch in Vollzeit arbeiten gehen können. Denn viele von denen wollen das tatsächlich auch, damit sie später eine armutsfeste Rente bekommen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.